Hey, hier ist Chrissy und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es eine Schminkroutine und ich würde sagen, viel Spaß! Da ich zurzeit noch ein bisschen geschminkt bin, schminke ich mich jetzt erstmal ab. So, jetzt bin ich abgeschminkt. Ich bin noch etwas rot im Gesicht. Und jetzt habe ich mir noch schnell einen Zopf gemacht, damit ich mich besser schminken kann. Ich muss dazu noch sagen, dass ich mich nicht jeden Tag so schminke, weil ich einfach nicht jeden Tag dafür genug Zeit habe, weil ich auch gerne mal länger am Bett liegen bleibe. Als erstes nehme ich diese Foundation. Das ist die hellste Nuance, die es gibt und die ist mir einfach immer noch zu dunkel. Und meinen Beauty Blender. Und ich gebe das jetzt einfach erstmal auf meine Haut. So. Jetzt habe ich die Foundation verblendet und bin eigentlich auch fertig damit. Jetzt benutze ich meinen Concealer von Essence. Das ist auch die hellste Nuance, die es gibt. Und wenn ich nicht so viel Zeit habe, lasse ich einfach die Foundation weg und mache einfach nur den Concealer. Und jetzt habe ich auch den Concealer verblendet und benutze erstmal ein Fixing Spray, damit auch die Foundation und der Concealer so bleiben. Und benutze dann, also meistens dieses weiße Puder von Essence, aber meins ist gerade kaputt und das kann ich jetzt gerade nicht benutzen. Deswegen benutze ich ein anderes von Essence, das sieht so aus. Das trage ich jetzt überall auf, damit ich von der Foundation nicht so glänze. Hier vorne stehen übrigens die Pinsel. Dafür benutze ich den Pinsel. Und ich gehe meine Augenbrauen auch nur so ein bisschen nach und fülle die Lücken aus. Also ich mache die jetzt nicht so komplett. So sehen dann meine Augenbrauen jetzt aus. Und jetzt gibt es nochmal kurz Burger mit Pommes. Nur noch meine Wimpern und dafür nehme ich diese Mascara. Für die oberen Wimpern und für die unteren die hier. Die habe ich aus einem Adventskalender mal bekommen. Habe ich glaube ich auch schon in meiner Schminksammlung gesagt. Falls ihr das Video gesehen habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und kommentiert mal gerne, ob ihr vielleicht auch eine Challenge sehen wollt, wo ich mich irgendwie mit der linken Hand schminke oder wo ich nur ein bestimmtes Produkt benutze für mein ganzes Make-up. Das mache ich mit meinen Wimpern. Ich habe hier unten wieder diesen Spiegel stehen. Da könnt ihr euch selber sehen. Und jetzt sind die unteren Wimpern dran. Und ich kombiniere damit auch immer oben die Wimpern. Jetzt bin ich auch fertig mit meinen Wimpern. Manchmal trage ich noch einen Highlighter auf. Ich schmink mich allgemein nicht jeden Tag so. Meistens ist es auch eigentlich nur Concealer und Wimperntusche, wenn ich zur Schule gehe. Sonst ist das hier immer so mein Make-up, was ich immer auch trage. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu kommentieren, ob ich mal das Video machen soll mit einer Hand, mit der linken Hand schminken oder mit einem bestimmten Produkt. Und wenn ja, mit welchem Produkt. Und dann würde ich sagen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!